Logbuch des Captains, Sternzeit 6223,8. Wir sind auf dem Weg zur Glorious Pebbles Wissenschaftsakademie, wo wir... Enterprise, hier spricht Captain Luke Rayner von der USS Alexander. Wir sind aus der Zukunft zurückgereist. In 8 Tagen wird die Föderation Vereinigter Planeten vollständig zerstört werden. Eine neue... Mein Gott. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its mission? To explore strange new worlds. To discover new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Logbuch des Captains, Zusatzeintragung. Wir haben den Kurs der Alexander bis zur Aspire Station zurückverfolgt, einer wissenschaftlichen Forschungsstation im Omega-Maelstrom-Sektor. Wir werden in Kürze Kurs auf dieses System nehmen, in der Hoffnung, etwas über ihre letzte geheimnisvolle Nachricht zu erfahren. Ja, und da wären wir auf unserem ersten Abenteuer. Kleine Anmerkung am Rande, ich spiele mit der deutschen Version von GOG. Leider gibt es hier keine englische Sprachausgabe wie in dem Vorgänger. Und ich habe mich wegen dem Kanal für die deutsche Version entschieden. Also müssen wir auf Sprachausgabe verzichten, aber ich werde es natürlich originalgetreu nachsprechen. Ihr werdet keinen Unterschied zu den Originalsprechern feststellen. Es müsste hier gewesen sein. Ja! Da wären wir bei der Station angekommen. Ich finde die Animation schön. Die damalige Zeit wirklich schön. Captain, ich erhalte eine Nachricht vom Leiter der Station. Auf dem Bildschirm. Captain, ich bin James Monroe, Commander der Aspire Station. Wir hatten in letzter Zeit einige Probleme mit Elasi-Fregatten und sind wirklich froh, ein Schiff von Starfleet in unserer Nähe zu haben. Wirklich? Warum haben Sie denn Starfleet keine Berichte übermittelt? Wir haben Berichte übermittelt, aber seit 2 Wochen haben wir keinerlei Nachricht von Starfleet erhalten. Wir fragen uns, ob wohl jemand unsere Kommunikation blockiert. Wir senden unsere Koordinaten. Wenn Sie diese Sache persönlich diskutieren wollen, dann lassen Sie sich runterbeamen. Wir wären ausgesprochen erfreut. Über James Monroe wüsste ich gerne mehr. Monroe. Okay. Der Computer ist sehr nützlich. Mr. Spock, Meinung? Die Mission der Aspire Station ist es, Gravity's End zu erforschen, das einzige bekannte Proto-Universumsphänomen der Galaxis. Proto-Universumsphänomen? Ich habe ja schon allerhand gehört, Mr. Spock, aber das? Das Proto-Universumsphänomen oder Proto-Ereignis ist ein Ort, an dem die von einem Urknall in einem anderen Universum ausgelöste Materie gelangt. Es ist darüber hinaus für gewaltige Raumzeitverzerrungen bekannt. Die Ausstattung dieser Station ist sehr fortschrittlich, es scheint sich jedoch nicht um Föderationsdesign zu handeln. Einige Abschnitte sind von Kraftfeldern geschützt, die selbst Sensoren nicht durchdringen können. Das ist schon mal verdächtig, das ist auf jeden Fall schon mal verdächtig. Hätte in diesem Proto-Ereignis vielleicht ein Riss stattfinden können, der diesen Teil der Galaxis zerstört hätte? Das ist durchaus möglich, allerdings hätte ein Riss von solcher Intensität die Alexander höchstwahrscheinlich zerstört. Wir haben nicht viele Fakten, aber was uns an Daten zur Verfügung steht, unterstützt diese Hypothese überhaupt nicht. Nee, Kommunikation brauchen wir nicht mehr. Ich würde sagen, wir beamen mal direkt rüber und gehen der ganzen Sache auf den Grund. Mr. Spock, machen sich bereit. Ein Redshirt dabei.
Ich grüße Sie, Dr. Monroe. Ich bin Captain Kirk. Ja, man hat mir zu verstehen gegeben, wer Sie sind, Captain Kirk. Die Aspire Station freut sich, Sie begrüßen zu dürfen. Wir würden Ihnen gerne etwas zeigen, was Sie, für Sie von Interesse sein dürfte. Deshalb sind wir vielleicht hier. Was zum Teufel? Der modifizierte Zug- und Überladungsstrahl kann tödlich sein. Captain, ich schlage vor, Sie ergeben sich unverzüglich oder wir zerquetschen Ihr Schiff wie ein rohes Ei. Wie kann ein loyaler Wissenschaftler der Föderation so etwas tun? Dr. Monroes Loyalität zur Föderation ist leichter zu erschüttern, als Sie glauben, Kirk. Riddell! Jim, das ist nicht der Verrückte, der sich an dir rächen wollte und... Ich bin derjenige, der das Verdane-Programm zum Bau einer verbesserten Version ihrer Raumschiffe anleitete. Und trotz der Unannehmlichkeiten, die durch ihre Einmischung entstanden, habe ich überlebt. Ich dachte, sie wären getötet worden, als ihre Ersatz-Enterprise zerstört wurde. Glücklicherweise brachte mich eine mit Tarnsystemen ausgestattete Elasi-Fregatte in Sicherheit, bevor meine Brücke zerstört wurde. Eine wahrhaft glückliche Fügung, zumindest für einen von uns. Natürlich sind Sie trotz Ihrer Schlägertruppe nicht Manns genug, mir persönlich gegenüberzutreten, Predell. Wachen, sperrt sie in die Brig und lasst sie verrotten. Okay. Willkommen auf Aspire, Captain. Ich bin darum gebeten worden, sicherzustellen, dass Ihr Aufenthalt so unangenehm wie möglich wird. Was haben Sie, Dr. Patel, eigentlich getan? Na gut, dass Minau schien. Vor 11 Jahren, als Lieutenant auf der Farragut, enthüllte ich seinen Plan, den Rat von Verdane zu stürzen. Er wurde daraufhin unehrenhaft aus ihrem Wissenschaftsrat entlassen. Zeit der Schwör der Rache. Das ist die Erklärung. Man sollte sich aus der Politik raushalten und nie den lieben Doktor ärgern. Es klingt nicht so, als würdest du sich großer Bredell sorgen. Ja, er hatte nie ein besonderes Interesse dran, ein Publikumsliebling zu werden. Übrigens, mein Name ist Sheem. Minau Sheem. Dass er darauf so hinweist, das ist, glaube ich, ein Hinweis. Wir werden nochmal mit ihm reden. Okay. Mr. Spock? Captain, ich schätze unsere Chancen, Bredell und seine Wunderwaffe zu finden, auf 186 zu 1. Okay. Die Chancen stehen besser als gewöhnlich. Ich habe ihre Fähigkeiten eingerechnet, nahezu Unmögliches zu Wege zu bringen. Andernfalls stünden unsere Chancen nämlich 8552 zu 1. Okay. Was würde ich ohne ihre aufmunternde Worte bloß machen, Spock? Ich kann nicht spekulieren, Captain. Und Pille, ich werde langsam zu alt, um den Helden zu spielen, Jim. Aber du machst das so gut, Pille. Ja, macht er. Was haben wir denn hier? Die kalte, harte Wand einer Gefängniszelle. Oh, an dieser Stelle scheint die Wand dünner zu sein als an anderen Stellen. Also, wer ist der Stärkste? Mr. Spock. Sehr interessant, Captain. Ich glaube, es handelt sich hier um eine Schwachstelle in den Aufbauten der Station. Es wäre möglich, dass wir diese für unsere Flucht nutzen könnten. Oh nein, das werden sie nicht tun. Okay. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Was hat der gute Mann denn dabei? Ich habe keine Waffen gefunden, aber es gibt eine Kennkarte. Alles klar, das war einfach. Was haben wir denn hier? Wir fangen mal links an. Dadurch wird die Steuerung des Energiefelds ausgeschaltet, das auf die Zelle einwirkt. Ach, damit können wir ihn jetzt wieder einsperren. Das machen wir gleich. Sehr schön, jetzt ist der nämlich da drinnen gefangen. Und dann können wir uns weiter umsehen. Dann haben wir hier... Ein Schließfach ist verschlossen, ein Schließfach ist verschlossen, ein Schließfach ist verschlossen. Wir haben 3 Schließfächer, wir haben eine Kennkarte. Das hier? Kennkartenlesegerät. Mit seiner Hilfe werden Schließfächer geöffnet, wenn die passende Kennkarte eingesteckt wird. Eine Kommunikationsvorrichtung. Wir machen mal mit der Kennkarte. Die Schließfächer öffnen sich, Captain.
Ja, wenn das mal nicht nach unserer Ausrüstung aussieht. Kommunikatoren aufgenommen. Recorder und Medkit aufgenommen. Phaser aufgenommen. Hier die Kommunikation. Können wir die Kommunikationssysteme von hier aus anzapfen und die Enterprise rufen, Spock? Negativ, Captain. Okay. Gehen wir mal weiter. Was hätten wir denn? Transporter, Computerraum, Dockschleuse, Hauptkontrollraum, Sicherheitsraum, Luxusquartiere, Spezialprojekte, Predels, Quartier, Mannschaftsquartiere. Ich würde erstmal sagen, hier Hauptkontrollraum, ne? Wir gucken uns erstmal an. Da sind sie! Fangt sie! Feuer! Betäuben! Der Koi hat sich bereits entschlossen, dass er diesen Ort in seinem nächsten Urlaub nicht besuchen wird. Also scheint er nicht tot zu sein. Können wir ihn... Ich hasse es, wenn sie das tun. Also gut, das Ganze läuft auf Betäuben hinaus. Können wir mit denen irgendwas anfangen hinten, mit denen pfeifen? Gut, wir wollten in den Hauptkontrollraum. Das werden wir auch mal machen. Phase auf Betäubung! Ah, ich habe zu viel Zeit verschwendet, weil wenn ich aufs Inventar gehe, dann beschreibt er das nur. Da wird jemand nicht glücklich sein, wenn ich ihn aufwecke. Da wird jemand nicht glücklich sein, wenn ich ihn wecke. Oh, das ist doch noch schlimmer als diese verdammten Transporter. Ja, da hast du leider recht. Da hast du leider recht. So, wen haben wir denn da hinten? Assistent, bitte tun Sie mir nichts. Und könnte sich vielleicht jemand um meine Allergien kümmern? Ach, komm. Ich habe selber Heuschnupfen. Ich weiß, wie scheiße das ist, McCoy. Guck mal, ob du ihm helfen kannst. Irgendein Antiallergen oder sowas. Stillhalten. Das müsste helfen. Nur ruhig Blut. Wir sind hier die Guten. Vielen Dank, dass Sie sich um meine Allergien gekümmert haben. Ich schätze, nicht alle Mitglieder der Föderation sind schlecht. Nun, im Allgemeinen betrachten wir uns gerne als Menschenfreunde. Dr. Predell, erzählt den meisten Verdänen etwas anderes. Egal. Jedenfalls sollten Sie sich den Schleimer loswerden. Sollte ich den Schleimer loswerden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dann haben wir... Und jetzt wollen wir mal ihn zur Rede stellen. Dr. Monroe. Wie können Sie es wagen, an Bord dieser Station zu kommen und unsere Arbeit zu stören? Sie, Starfleet-Stänkerer! Und ich war der Meinung, Harry Mudd sei eine Nervsäge. Was haben wir denn hier? Kommunikationszentrum der Station. Waffensteuerungssysteme. Okay. Mr. Spock? Guck mal, ob du mit den Waffen was anfangen kannst. Ich blockiere Ihre Waffensteuerungssysteme. Ich kann keinen Zugriff auf die Umgebung des Proto-Ereignisses finden. Was mit Kommunikation? Ich blockiere Ihr Kommunikationsnetz. Wir haben jetzt eine klare Verbindung zur Enterprise. Sehr schön. Ich würde ja gern den Phaser aufnehmen, aber Mr. Spock ist im Weg. Gut, ich glaube, von dem kriegen wir nichts mehr. Wir haben die Waffen blockiert, wir haben die Kommunikation bearbeitet. Schauen wir uns mal weiter auf der Station um, ne? Was haben wir denn hier hinten? Oh! Techniker, Sie kommen zu spät. Ich habe den Computer auf kontinuierliche Selbstdiagnose eingestellt. Sie werden ihn niemals betriebsbereit kriegen. Ich glaube nicht an das Wort nie. Phaser-Betäubung. Himmel, danke mir! Ich habe diesmal schnell genug reagiert.
Was ist das? Ein dreidimensionales Schachbrett. Mikro-Strahlenprojektor, mit dem man Lichtfiguren auf ein Schachbrett projizieren kann. Spock, schau dir das mal an. Wir müssen den Diagnosezyklus unterbrechen, Captain. Er spielt gerade gegen sich selbst Schach. Ist doch kein Problem. Im Schach bin ich scheiße. Kann ich in die Partie eingreifen? Captain, der Computer steckt in einer unendlichen Schleife. Er wird so lange spielen, bis er sich selbst geschlagen hat. Ich kann das Spiel unterbrechen und meine eigenen Züge eingeben. Sehr schön! Versuchen Sie es mit Turm nach Damenebene 3, das wird seinen Läufer bedrohen. Versuchen Sie es mit Läufer nach Königsebene 1, das wird unsere Verteidigung sichern. Versuchen Sie es mit Dame nach Damenebene 2, wir opfern die Dame, um diesen Läufer zu nehmen. Das klingt nach einer Aktion, die ich machen würde, und das bedeutet Niederlage. Er hat unsere Dame geschlagen, der Turm ist gedeckt, unsere Niederlage steht kurz bevor. Hier. Machen wir uns an seinen Läufer auf der Damenebene 2 ran. Ich glaube, er ist ungedeckt. Wir können dagegen halten, indem wir unsere Position auf Königsebene verstärken. Nein. Wir opfern einfach mal unseren Turm auf der Damenebene 3. Vielleicht passiert etwas Interessantes. So spiele ich. Ein katastrophales Spiel, Captain. Sie sind Schachmatt. Der Diagnosezyklus ist beendet. Ah! Herr Forensburg, können Sie sich Zugang zum Computer verschaffen? Die Hauptspeichereinheit akzeptiert meine Zukunftsversuche nicht. Ich muss eine geeignetere Schnittstelle finden. Mit mehr Speicherplatz, um die Informationen zu erhalten. Kommst du dann da drüben dran jetzt? Was, womit ich meine Schnittstelle mit dem Computer schaffen kann? Er muss irgendwas mit dem Computer verbinden. Hier den Rekorder? Captain, ich schließe den wissenschaftlichen Rekorder an den Zentralcomputer an. Jetzt, da er den Diagnosezyklus abgeschlossen hat, können wir den Computer anzapfen. Wir können auch Dr. McCoys Rekorder benutzen. Okay, dann nehmen wir den. Captain, ich schließe den medizinischen Rekorder an den Zentralcomputer an. Und nun? Erfolgreich, Captain. Ich habe Zugriff auf Bredells Projekt, Urknalldateien und der Zugangscode für sein persönliches Quartier. Oh. Mr. Spock, Ihre Meinung? Es handelt sich hier um verschiedene technisch fortgeschrittene Systeme, Captain. Sie scheinen mit einem modifizierten Daystorm-Duotronic-System zu arbeiten, Version 9.0, mit einigen Erweiterungen, die ich nicht kenne. Wir gehen jetzt mal nach und nach die Räume durch. Was ist hier rechts? Sicherheitszentrale und da ist Transporterraum. Tür ist verschlossen. Versuchen wir es mal über den Transporterraum. Jim, wonach riecht es hier? Anaka-Gas, ein Betäubungsgas mit extremer Wirkungsdauer. Wir haben lediglich ein paar Sekunden, es entweder zu neutralisieren oder hier zu verschwinden. Oh, oh, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, meine Freunde. Ah. Also wir brauchen irgendwas, um das Gas abzulassen oder abzusaugen. Dann können wir uns wahrscheinlich hier reinbeamen. Würde ich mal jetzt vermuten. Dann machen wir uns mal hier runter. Wir können ja jetzt nur Luxusquartiere, Spezialprojekte, Mannschaftsquartiere, Bredells Quartier. Wir haben den Türcode für Bredells Quartier. Da würde ich sagen, wir gehen erstmal da rein. Tür ist verschlossen. Mr. Spock hatte hinten, das sieht aus. Sehr schön. Mit Sicherheit, Spock, Sie hätten die Zeit nutzen können, um uns zu studieren oder mit Familie und Freunden Baseball zu spielen. Vulkanier spielen nie Baseball, Doktor. Viele Menschen in diesem Jahrhundert auch nicht. Los, ich habe mit meinem alten Freund, Dr. Bredell, einiges zu besprechen. Okay. Bredell. Sie haben es also geschafft, unsere Sicherheitskräfte zu übertölpeln. Ich will Ihre Köpfe rollen sehen. Das Spiel ist aus, Bredell. Ergeben Sie sich ohne Widerstand und wir garantieren Ihnen eine faire Verhandlung. Ich werde mich doch keinem Tribunal plappernder Affen ausliefern. Wir sind die Verdane. Niedrige Arten haben keinerlei Recht, über uns zu urteilen. Ihr Experiment ist zu Ende, Bredell. Sagen Sie, Kirk,
Mögen Sie diesen Ort? Ich selbst ziehe es vor, mich mit schönen Dingen zu umgeben. Die Vergangenheit ist die beste Richtschnur für die Zukunft und es war die Zukunft, nicht wahr? Die uns beide nach Gravity's End brachte. Genau, es wird Zeit, einen Strich zu ziehen. Kirk. Oh, 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 schnell, 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 betäuben, betäuben. Ja, Freund, ne? Captain, dieser Phaser sind unseren weit unterlegen. Die Betäubungseinstellung wirkt nur für wenige Sekunden, okay. Über denen haben meist zahlreiche geheime Waffenverstecke. Sie zu entwaffnen würde daher das Problem nicht lösen. Wir werden mit ihren Angriffen einfach fertig werden müssen. Okay. Können wir bei ihm was rausholen? Nee. Pille? Irgendeine... Ja, hätte er sein können. Also tut mir leid. Was haben wir denn hier noch drin? Wir haben hier nichts. Ja, die Steuerung, das Steuerungssystem von Bredels persönlichen Computersystem. Okay. Hier unten. Ein Holztisch mit einigen leeren Blumentöpfen. Spannend. Eine Dartscheibe, hervorstechendes Merkmal, ist eine naturgetreue Abbildung von James Tiberius Kirk. Oh, ich glaube, der hat wirklich einen Hass. Bredels Nachttisch erscheint im makellosen Zustand zu sein. In diesem von Ordnung geprägten Leben ist kein Platz für ein Durcheinander. Bredels Bett seltsam. Die Möbel deuten auf einen klassischen Geschmack hin, dem man Bredell nicht unbedingt zugetraut hätte. Formgemälde eines der abstrakten Künstler der Minalvagor-Decimator-Schule. Seltsam. Ich hätte angenommen, Bredells Geschmack tendiere mehr zum klassisch-realistischen hin. Hier in der Mitte? Das Tagebuch Bredells. Das könnte interessant sein. Was ist das? Lebensmittelreplikator. Wir benutzen mal sein Tagebuch. Ich werde es lesen. Laut diesem Buch ist Bredells Geheimcode 2162. Ab an den Rechner. Keines der Computersysteme scheint das Proto-Ereignis-Projekt zu steuern. Okay. Wir nehmen mal das Tagebuch mit. Das ist ungewöhnlich, Captain. Ich hätte nicht erwartet, dass ein Mann wie Bredell sich auf Aufzeichnungen auf Papier verlässt. Wer weiß, Bock. Wir nehmen mal das Lesezeichen auch mit. Das Lesezeichen ist mit einem komplizierten Muster versehen, das einer Computerplatine ähnelt. Oh, Lochkarte? Was haben wir hier? Krieg um Frieden, welche Ironie. Sie könnten einiges davon lernen. Jetzt brauchen sie nur noch Schuld und Sühne. Ich denke, ich sollte es hier lassen. Gut, aus dem Tisch können wir nichts nehmen. Nachttisch auch nicht. Aber hier die Dartscheibe, das nehme ich mal ab. Das ist ja... Die beleidigende Dartscheibe wird entfernt, worauf ein Steuerungssystem zutage kommt. Ich schlage vor, ich gebe den Code selbst ein. In Ordnung, Spock. Wir werden mal mit Spock hier hinten dran gehen. Ich gebe den Code aus dem Buch ein. 2162. Der Code ist nicht korrekt, Captain. Es scheint sich um eine Falle zu handeln. Ich habe den Detonationsschaltkreis umgeleitet. Captain, da ist eine auf der Basis von 64 kodierte Zahl, und zwar 2188. Das ist der Code. Ich gebe den Code vom Lesezeichen ein, 2188. Ich habe den Codeschaltkreis aktiviert. Es scheint, als gäbe es eine Ausfallsicherung in der Kontrollzentrale, die deaktiviert werden muss. Wir müssen also in die Kontrollzentrale... Dann können wir hier den Code eingeben. Wir gehen mal hier rein. Ziemlich enge Quartiere, fast wie die Klingonen-Raumschiffe. Kein Wunder, dass die Klingonen eine derart schlechte Laune haben. Wir sind besser still. Das ist ein Herr auf dem Bett, der vielleicht Ärger mit uns anfängt, wenn wir ihn wecken. Und was ist mit dem? Dann war dein Wächter im Moment schlafend.
medizinischer Trikorder. Kein Wunder, dass er nicht im Dienst ist. Er leidet an einer Survey-Extoxemie. Er muss einige Zeit auf Riegel 8 verbracht haben. Glaubst du, er steht auf? Er steht unter Einfluss starker Medikamente, Jim, aber bei der Konstitution der Verdane kann man sich nie ganz sicher sein. Können wir da nochmal mehr Medikamente draufballern? Pille? Das wird ihn schlafen lassen. Ich kann mit ihm den Medikament nicht heilen. Seine Infektion ist nicht so einfach zu behandeln. Ist mir egal. Was ist denn das da oben? Eine Zielscheibe für Schießübungen mit dem Laser. Ein kleines, sich bewegendes, holographisches Schwarzes, das ohne Zweifel selbst den treffsichersten Scharfschützen herausfordert. Was ist das? Trainingsdummies für Kampfsportarten. Ein in die Wand eingebautes Feld. Speichermodule. Speichermodule. Nahrungssynthesizer. Da ist nichts. Mich interessiert das Feld. Es scheint keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, Captain. Vielleicht ist das eine Form abstrakter Kunst, aber das hat auch keinen praktischen Wert. Manch einer würde dieser Meinung widersprechen, Doktor. Ich glaube, wir sollten uns etwas anderem zuwenden. Die platzieren doch so Puppen nicht umsonst, ne? Vielleicht zu tragen, aber sie schaffen es. Okay, ich kann die Puppen mitnehmen. Phaser. Captain, Sie spüren uns möglicherweise durch Phaser-Entladung auf. Ich rate entschieden davon ab, sie zu benutzen. Es sei denn, es ist unbedingt erforderlich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben die Dummies. Hier vorne können wir Speichereinheiten mitnehmen. Da ist noch was. Eine Matte für Gymnastik oder Kampfsportarten zu benutzen. Kann ich die auch mitnehmen? Fest auf dem Boden angebracht. Ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts. Wir haben Dummies. Wofür auch immer. Wir haben ein Besatzungsmitglied ausgeschaltet. Ja, wir haben einen weiteren Fortschritt. Hier die zwei Räume waren wir. Wir gucken erstmal hier. Ach, das müssten diese Offiziersquartiere sein. Eine große Topfpflanze hängt an der Wand. Irgendjemand hat ja ein Händchen für Pflanzen. Ist ja schön. Wollen Sie damit vielleicht sagen, dass es Verdane gibt, die sich für etwas anderes als Eugenik und militärische Eroberungszüge interessieren? Vakadashim war ein Beweis dafür und glücklicherweise ist Ihnen das teuer zu stehen gekommen. Synthese zwischen einem Computer und einem Musikinstrument zu handeln. Ein Kikilianer, wie selten. Was ist es? Es hat viele Verwendungen, Piller. Aber es wird für gewöhnlich als Stimmungsinduktor benutzt. Es sendet Vibrationen auf einer Wellenlänge aus, die das Emotionszentrum des menschlichen Gehirns stimuliert. Vielleicht könnten wir es auf die Verdane anwenden? Der Effekt eines Kikilianers ist nicht stark genug, um den emotionalen Zustand radikal zu beeinflussen. Wenn dem so wäre, dann fände es nach allen Regeln der Logik weite Verwendung als Narkotikum. Nun wieder mal ein großer Plan, der in Flammen aufging. Nur noch Betten. Was ist das? Wandschrank. Nahrungssynthesizer. Atmosphärereiniger. Er kann Verunreinigungen aus großen Quantitäten Wasser oder Luft in weniger als einer Sekunde entfernen. Es trägt das Warnzeichen der Safe Ship Handelsgesellschaft. Warum sollte man auf einer Raumstation einen Atmosphärenreiniger benötigen? Die Filter müssten in das Lebenserhaltungssystem eingebaut sein. Ich nehme an, es könnte jemandem helfen, der an extrem schweren Allergien leidet. Ah, der Allergiker hat das da platziert. Aber wir haben ja den Transporterraum mit dem Gift. Ein ausfallgebundener Ausdrucker technischer Inhalts. Einer der Techniker muss seinen Beruf wirklich lieben. Bibliotheksmonitore, bequemer Kunst. Ey, da ist doch noch was in der Wand, ne? Nee. Gut, das täuschte. Was wir nehmen, ist der Luftreiniger. Filter ist etwas sperrig, aber immerhin transportabel. Können wir die Pflanze nehmen? Nee. Da können wir nichts nehmen. Mr. Spock, kannst du dir vielleicht den Schrank öffnen?
Ich kann es nicht öffnen, Captain. Es ist mit einem Cerebellum-Schloss ausgestattet. Nur wenn jemand die passende Gehirnstruktur hat, kann er es öffnen. Guck mal, das ist doch die, das Quartier von dem Allergiker. Wo waren wir noch nicht drin? Hier. Oh, dammig. Was ist denn das? Ein mutierter antarianischer Menschenkiller. Eine verbesserte Version des gefährlichsten, des gefürchtetesten Tiers der Galaxie. Eine verbesserte Version? Wer macht denn sowas? Scan das mal bitte. Die Anatomie dieser Kreatur weist eine umfangreiche Augmentation auf, Captain. Dies ist die Steuerung für die Spezialwaffe, die die Enterprise festhält. Ein Kraftfeld versperrt uns den Zugang, Captain. Ein Tricorder zeigt an, dass die Kraftfeldsteuerung im Sicherheitssektor des Schiffes neutralisiert werden können. Jetzt lass mich raten. Also, wir haben den Luftfilter. Wir können jetzt wahrscheinlich irgendwo im Transporterraum den Luftfilter einsetzen, um dieses Narkotikum da rauszukriegen. Dann können wir uns wahrscheinlich in die Sicherheitszentrale reinbeamen. Können dann hier die Kraftfelder ausschalten. Und können hier, können wir die Dummies, nein, ich wollte die nicht scannen. Können wir hier die Dummies einsetzen? Nee, schade. Ich dachte, wir könnten die Dummies hier einsetzen. Was mir noch ein bisschen zu denken gibt, wir waren im Quartier. Ich will nochmal die Meldung mehr ansehen. Wir haben ja hier... Ich gebe den Code vom Lesezeichen ein. 2188. Ich habe den Code Schaltkreis aktiviert. Es scheint, als gäbe es eine Ausfallsicherung in der Kontrollzentrale, die deaktiviert werden muss. Was war hier mit dem Rechner? Keines der Computersysteme scheint das Brotereignisprojekt zu steuern. Kannst du hier mit dem Buch was anfangen? Nee. Bedell ist aber wieder weg. Wir müssen nochmal in die Kommandozentrale. Wir haben da eine Dockschleuse. Da eine Dockschleuse. Könnte ich noch an... Haben wir Arrestzelle. Dann haben wir oben noch einen Bereich. Ich würde aber gern nochmal in den Hauptkontrollraum. Wir hatten ja die Meldung, das würde über den Hauptkontrollraum gehen. Faszinierend, die Komplexität dieses Projekts. Wäre ich ein Mensch, würde ich wohl den Ausdruck atemberaubend verwenden. Ich glaube, hier ist einfach nichts mehr. Ich dachte doch, weil da unten diese Meldung kam, von wegen, ne, Sequenz hier und da und blub. Oder wir müssen da drinnen. Also, kommt ein Transporterraum, Luftfilter einsetzen. Da. Wieder das Gas. Luftfilter. Da! Die Luft wird fast unverzüglich gereinigt. Ah, gute alte Raumbasisluft. So trocken, dass ich alle 5 Minuten ein Glas Wasser trinken möchte. Ich bin sicher, wir können sie ins Wasser transportieren, wenn sie wirklich etwas wollen. Verdammte Transporter. Wenn die Menschen dazu geschaffen wären, durch den Raum zu fliegen, hätte Gott ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Moleküle zu entmaterialisieren. Oh Gott. Mr. Spock? Captain, abgesehen von Bedrells Quartier haben wir mit dem Transporter Zugang zu jedem Bereich des Schiffs. Außer zum Sicherheitssektor haben wir auch ohne den Transporter Zugang zu allen Bereichen. Unglücklicherweise werden sie in dem Moment, in dem wir den Transporter starten, auf uns zielen können und uns abknallen, wenn wir materialisieren werden. Wir müssen sie ablenken. Dummies. Wir haben ja Dummies. Da können wir sie benutzen. Wir sind zum Transport der Dummies bereit, Captain. Mit diesem Ablenkungsmanöver sollten wir eigentlich in den Sicherheitssektor kommen. Zumindest haben wir jetzt eine Chance. Captain, abgesehen vom Bedrells Quartier, haben wir mit dem Transporter Zugang zu jedem Bereich. Gut, das haben wir. Das wollen wir von uns ablenken und uns den nötigen Vorsprung verschaffen. Gehen Sie in Transporterkoordinaten für den Sicherheits...
Sektor ein. Beamt wird später. Nö, ich will jetzt da rein. Sind die Details schön, dass hier der Luftfilter aktiv ist. Und die Dummies. Wen hat's wieder erwischt? Verdammt, ich bin Arzt, keine Zielscheibe. Oh, der arme Kerl, der tut mir echt leid. Was haben wir denn hier? Captain Kirk, das sieht bequem aus. Wir reden mal mit ihnen. Ich ziehe meinen Hut, Erdling. Sie haben außerordentliche List bewiesen. Gut gespielt, Captain. Ich versuche, Betrell davon abzuhalten, die Föderation zu schüren. Wie heißen Sie, Mister? Wie heißen Sie? Wir fragen erstmal höflich nach Namen. Ederick Hammond. Und Sie sind James Kirk. Und Sie sind Spock. Und Sie, McCoy. McCoy. Verzeihen Sie. Nun, Captain, was wollen Sie? Was hat er denn falsch gesagt? Ich habe das irgendwie richtig gelesen. Ich brauche Ihre Hilfe, um diesen Wahnsinn beenden zu können. Predell führt uns alle in die Vernichtung. Er plant, die Föderation zu zerstören. Ja, als Erste. Er führt uns alle in die Vernichtung. Ich nehme an, Sie haben Beweise für diese Behauptung. Würden Sie mir helfen, ihn aufzuhalten, wenn ich Beweise erbringen könnte? Gibt es irgendeinen Grund, warum ich das tun sollte? Wollen Sie Milliarden von Menschen sterben sehen? Wollen Sie die Überlebenden der Föderation dabei beobachten, wie sie Verdane zerstören? Nicht besonders. Und Bredell hat uns nicht mit dem Respekt behandelt, der Soldatenklasse von Verdane gebührt. Sollte er Verdane in Gefahr bringen, dann verlangt es unser Klassenkodex, dass wir ihn aufhalten. Ich werde versuchen, diesen Beweis zu erbringen. Ich kann Sie jetzt nicht aufhalten. Wenn Sie mit den nötigen Beweisen zurückkehren, dann werde ich mir diese gerne ansehen. Solange Sie Ihre Behauptungen nicht beweisen können, Kirk, bis ans Ende des Universums jagen. Wir haben nur sein Tagebuch. Das ist nicht das, was... Spock, kannst du ihn mit Logik? Ich habe die Kopien von Predells Dateien aus dem Hauptcomputer. Ich glaube, Sie werden feststellen, dass sie nicht nur echt, sondern auch von größtem Interesse sind. Diese Dateien und der Sicherheitscode sind entstanden, bevor sie an Bord der Station kamen. Es scheint, als sagten sie die Wahrheit. Die Konsequenzen dieses Vorgehens sind mit Sicherheit nicht im Interesse der Verdane. Ich habe keine Wahl. Ich muss ihnen helfen. Oh, sehr schön. Kannst du an der Steuerung hier was machen, Spock? Ich habe die Kraftfelder im Spezialprojektraum verringert. Da hinten? Ich habe das Kommunikationsspürsystem deaktiviert, Captain. Ah, wir können mit der Enterprise kommunizieren. Lieutenant Uhura. Captain, wie läuft alles? Im Moment scheinen wir in Sicherheit zu sein. Ich wünschte, wir könnten mehr tun. Uhura out. Das war toll. Wie läuft die Revolution, Captain? Ich nehme an, dass seine Leute uns jetzt nicht mehr angreifen, ne? Wir gehen mal raus. Ich will mal... Ja! Gebt euch oder sterbt? Halt! Sie sollten auch auf unserer Seite sein. Hat Commander Kament denn in letzter Zeit nicht mit Ihnen gesprochen? Er ist ein Verräter. Unsere Loyalität gehört Predell. Okay, wir ergeben uns. Komm, wir entwaffnen sie. Sieben auf einen Streich. Eine Übertreibung, Doktor. Na los, ihr beiden. Okay. Ist das Spock? Spock, können wir Ihnen mit diesem System eine Art katastrophale Fehlermitteilung über Ihren Filter gegen kosmische Strahlung senden, um Sie damit dazu zwingen, die Station zu verlassen?
Negativ, Captain. Ich müsste wesentlich effektiver auf Ihre Überwachungssysteme zugreifen können. Glauben Sie die wirklich, dass die wahren Fanatiker das Projekt unter irgendwelchen Umständen im Stich lassen würden? Was für ein Bedienfeld? Ich kann sie nicht öffnen, Captain. Dazu sind ein Retina-Scan, ein Stimmenmuster und ein Schlüsselcode nötig. Lassen Sie mich raten, Predels? Dr. Predel zeigt allen Anschein nach Symptome menschlicher Paranoia. Das ist eine Untertreibung. Atmosphäre? Legt das System Alarm. Die Steuerungsmechanismen funktionieren nicht mehr, Captain. Und? Gut. Ich sag mal, wir haben jetzt hier die Steuerungsmechanismen lahmgelegt. Ich würde mal sagen, da kommt nämlich keiner mehr raus. Dockschleuse 2 ist gesperrt. Wo müssen wir jetzt hin? Spezialprojekte. Da brauchen wir gleich auf jeden Fall den Phaser. Jim, pass auf! Den Menschenkiller habe ich dann lieber gleich mal ganz platt gemacht. Weil ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir da so viel, ne? So, Spock, guck dir das mal an. Captain, ich habe den Zugstrahl deaktiviert. Die Enterprise ist jetzt frei! Lieutenant Uhura, wir rechnen fest mit Ihrem Erfolg, Captain. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Okay. Oh, hier war noch ein dritter Computer. Kann ich jetzt in seinem Quartier... Kann ich jetzt in seinem Quartier das stoppen? Ich habe den Code Schaltkreis aktiviert. Die Proto-Ereigniswaffe wird enttarnt. Ist mir auch gelungen, die Schilde der Station zu deaktivieren. Und wir haben jetzt eine klare Verbindung zur Enterprise. Senden Sie die Koordinaten, Mr. Spock. Die Enterprise soll die Waffe zerstören. Die Koordinaten sind übermittelt worden. Scotty, 3 zum Hochbeam. Das muss die willkommenste Explosion aller Zeiten sein. Im Rat der Verdane herrscht Chaos, Captain. Jene Mitglieder, die Bredell Anti-Föderationspolitik unterstützten, mussten zurücktreten. Ich nehme an, dass sich die Beziehungen zwischen der Föderation und dem Verdane verbessern werden. Freut mich, das zu hören, obwohl die Geschichte zeigt, dass unterdrückte politische Bewegungen wie die Bredells meist zu unpassenden Augenblicken wieder auftauchen. Und Bredell ist jetzt ein Gefangener der Föderation. Ich hoffe, das wird die Verdane, die die Föderation hassen, nicht noch enger zusammenschweißen. Captain, ich halte eine Nachricht von der USS Alexander. Die Alexander? Temporalparadoxe sind höchst faszinierend, nicht wahr, Mr. Spock? Versuchen Sie mich zu verärgern, Doktor? Auf dem Bildschirm. Luke Rayner hier, ich weiß, wir kennen uns nicht, aber... Oh ja, ja, natürlich. Wir haben Ihr Signal erhalten und Starfleet hat uns gebeten, Sie zu unterstützen. Es ist schön, Sie bei uns zu haben. Schöner, als Sie vielleicht annehmen. Ich verstehe nicht ganz, Captain. Das ist eine lange Geschichte. Kommen Sie an Bord und ich werde sie Ihnen gerne erzählen. Wir haben Ihren Bericht über Aspire Station gelesen und stufen Ihre Leistung als 82% ein. Sie und Ihre Mannschaft
Erhalten 2 Auszeichnungspunkte. Gute Arbeit, Captain. Weiter so. Ja, wir haben unser erstes Abenteuer, unsere erste Mission erfolgreich bestanden. Wir haben Bredell anscheinend nicht geschnappt. Ich glaube, ich hätte diese Tür früher sabotieren müssen. Aber das war trotzdem Erfolg. Ich feiere mich dafür trotzdem. Und ich sage, wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder mit dem nächsten Abenteuer. Lebt lang und im Frieden. Haut rein.